Freund Adebar macht Sorgen. Jahr für Jahr verringert sich die Zahl der langbeinigen Frühlingsboten aus Afrika. Manches Storchennest auf den Dachfirsten der Bauernhöfe von Dänemark bis zur Schweiz ist in den letzten Jahren leer geblieben. Nachkundigen deutschen Vogelwarten Wilhelmshaven und Radolf Zell zu einer umfassenden Aktion veranlasst. Sie unternehmen eine Volkszählung der Störche. Mit aufgeregtem Klappern warnt die Storchenmutter ihre Jungen vor dem Störenfried. Die Jungstörchen kommt. Sie legen sich platt ins Nest, stellen sich tot und ungehindert kann der Storchenzähler die Tiere durch eine Erkennungsmarke am Bein markieren. So kann das Alter, der Vogelzug und manche Familiengewohnheit der beliebten Dachbewohner kontrolliert werden. Der Storch kommt nicht zum Storch. Ein schlechtes Beispiel für die, die an ihn glauben.